Es ging um Austausch und Vernetzung, es ging um Fachkräftegewinnung und Digitalisierung. Bevor am Samstag in den Mai getanzt wurde, trafen sich am 30. April bei Selgros in Stahnsdorf etwa 30 Aussteller zum Marktplatz 2.0 des regionalen Gewerbevereins TKS e.V. Das zentrale Thema des regionalen Gewerbevereins ist die Vernetzung von Unternehmen. Das heißt also, miteinander mehr erreichen ist halt eben immer unser Credo. Und wir bieten diese Plattform halt eben allen unseren Mitgliedern und auch darüber hinaus halt eben an, sich darzustellen und halt neue Kundenkontakte halt eben zu gewinnen und die Vernetzung untereinander voranzubringen. Ins rechte Licht gesetzt wurde die Messe von Dr. Jörg Steinbach, Brandenburgs Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie, nutzte die Gelegenheit, mit dem bevorstehenden Tag der Arbeit, dem 1. Mai, auf das Brandenburger Bündnis für gute Arbeit zu verweisen. Wir haben vorhin über das Thema Fachkräfte gesprochen. Dazu gehört natürlich an der Stelle auch, dass vernünftige Löhne gezahlt werden, wettbewerbsfähige Löhne gezahlt werden. Und dazu gehört schlussendlich eben alles zu erfüllen, was wir versuchen, in dem Bündnis gute Arbeit zu realisieren. Und wir haben auch die Erfahrung, dass diejenigen, die sich diesen Regeln unterwerfen, am Ende auch gerade in der Corona-Zeit deutlich weniger Personal verloren haben als die anderen. Also mit dem Blick sozusagen auf den morgigen 1. Mai auch mein Aufruf, doch nochmal mit etwas offeneren Gedanken an der einen oder anderen Stelle dem Bündnis Gute Arbeit gegenüberzutreten. Und auch die Bürgermeister von Telto und Kleinmachnow, Thomas Schmidt und Michael Grubert, ließen es sich nicht nehmen, die Bedeutung des RGV-Marktplatzes für die Region zu betonen. Ich bin hier, weil der regionale Gewerbeverein ein starker Partner ist. Wir wollen noch zeigen als Kommunen, dass der RGV sich auf uns verlassen kann, die Region kann sich auf die Bürgermeister verlassen, wir werden sie unterstützen. Regionales Gewerbe braucht eine Stimme, braucht viele Stimmen und insofern glaube ich, dass nicht nur das Ansinnen des Vereines, der uns ja eingeladen hat, dafür vielen, vielen Dank, dass das Anliegen des Vereines tatsächlich nicht nur ein gutes ist, sondern auch ein notwendiges, gerade auch in der heutigen Zeit. Und wir drei Kommunen sind an der Stelle auch aus den Rathäusern gerne mit dabei und verstehen uns als Partner. Größtes Problem der Unternehmer in der TKS-Region und darüber hinaus ist der Mangel an Auszubildenden und Fachkräften. Probleme sind in der Digitalisierung, die Probleme sind in der Nachwuchsgewinnung, in der Anstellung von ordentlichen Mitarbeitern. Und da wachsen wir rein und da verbessern wir uns auch stetig und arbeiten dran. Was für uns ein Problem ist, wir haben offene Stellen, die wir nur sehr mühsam besetzen können. Und sind da auch jenseits der ausgetretenen Wege, haben wir für Mitarbeitergewinnung Videos gedreht und in Funnels veröffentlicht. Da gibt es auch einige Resonanz, aber es ist so, dass eben qualifiziertes Personal sehr, sehr dünn gesät ist. Wir fanden es ganz interessant, einfach hier in der Region so ein bisschen Networking zu betreiben und dann auch unsere Produkte zu präsentieren, beziehungsweise sich auszutauschen im Bereich Recruitment. Die Veranstalter der Messe zogen am Nachmittag ein erstes Fazit und zeigten sich mit der zweiten Auflage des RGV-Marktplatzes durchweg zufrieden. So groß wie wir jetzt geworden sind, würde ich sagen, werden wir einen Marktplatz 3.0 nächstes Jahr auch ins Auge fassen. Regionale Unternehmen präsentieren, netzwerken und diskutieren. Mit dem RGV-Marktplatz ein Erfolgsrezept für Telto, Kleinmachnow und Stahnsdorf.